Und glaub, es ist nicht so, als würde ich nicht an meinen Athleten glauben. Du hast keine Chance. Er ist jetzt emotional ein bisschen angeschlagen. Verstehe ich alle. Alter, der sieht so geil aus, der Junge. Meine Fresse. Wird der Athlet nochmal flachgelegt. Er hat genauso Schiss. Er hat genauso Schiss. Die Beine! Er kann den Schlag, Leute. Hier ist doch nichts entschieden. Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Das hier ist der Benjamin Kraft. Ganz genau. Und wir sind heute hier zur zweiten Saison von dir im Bodybuilding, im Men's Physik, im Classic Physik. Ich bin eigentlich gar nicht so zufrieden mit der Form. Es ist okay, aber es ist nicht das, was ich eigentlich bringen wollte mit dir. Nämlich ein wirklich ultra brutales Package. Ja. Jedoch sehen wir schon eine Progression zur letzten Vorbereitung. Auf jeden Fall. Ganz klar, das kann man so zusammenfassen. Ja. Heute ist GmbF Deutsche Meisterschaft International. Das heißt ein getesteter Verband, bei dem die Athleten im Idealfall alle negativ sind, sprich nicht gedopt sind. Du warst aber schon bei einem Verband, genau, wo eben nicht getestet wurde und da hast du im Prinzip fast alles abgeräumt. Ja, so gut wie alles. Ja, viermal Gold, aber die Konkurrenz war auch nicht so stark. Du hast einmal auch einen dritten belegt, Men's Physik richtig gut dargestanden. Es war wirklich schön zu beobachten. Auch dein Posing hat mir sehr, sehr gut gefallen. Du hast dich optimal präsentiert. Mhm. Du hattest richtig Bock auf diesen Wettkampf. Okay. Man hat es gesehen, du hast gebrannt, ne? Auf jeden Fall, definitiv. Auch wenn du irgendwie 6 Tage vorher, nachdem wir den Formcheck mit Wesley Withers gemacht haben, wo du eigentlich hättest ultra motiviert sein müssen und dich das gesehen hast, wie du gebrannt hattest, dachte ich, okay, jetzt ist es auf jeden Fall safe, ich brauche mir keine Sorgen mehr machen, dass du irgendeinen Scheiß frisst. Und dann hast du dir einen selben Tag... Ja, 6.500 Kalorien. Ich hab 9.500 gerechnet. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Er ist ja so, wenn er das dann frisst, dann trackt das auch. Das ich heißt, bin da wirklich eisenhart. Also auch, du schummelst, du bescheißt dich selber, aber trotzdem schreibst du es auf. Ganz weird, ja. Habe ich noch nie erlebt, finde ich dann irgendwie zumindest im Nachhinein cool, wenn man es auswerten kann. So, und jetzt sind wir hier. Und ich hoffe, du hast genauso viel Bock wie ich auf diesen Wettkampf. Definitiv. Nach der entspannten Phase jetzt, heute, gestern. Ich hoffe, du hast mich nicht angelogen. Du hast dich an die Peak-Week-Vorgaben diesmal behalten und nicht 5 Tage vor dem Wettkampf gefressen. Dein Hintern ist schon in einer recht guten Form. Und Leute, ich würde sagen, let the fucking show begin. Also wenn ihr Bock auf Bodybuilding habt, dann kommt ihr hier auf jeden Fall auf eure Kosten. Wir haben noch 2-3 Stunden Zeit und dann geht's los. Also. Ready to rock. Let's go. Ja, bei Benny kann ich wirklich zugucken, wie die Form von Stunde zu Stunde besser wird. Die Muskeln werden voller, es kommen leicht überall Adern durch, mehr Konturen rein und er wird aber trotzdem dabei trockener. Also viel besser kann es wirklich nicht laufen. Normalerweise seid ihr immer morgens, wenn ihr aufsteht, habt ihr wenigstens Wasser unter der Haut, Wasser im Körper quasi. Und gegen Abend hin läuft dann der Körper eher zu, die Form wird schlechter. Und genau das müssen wir aber heute hinkriegen, weil er hat ja ganz spät abends den Auftritt. Und das ist somit das Schwierigste, aber bis jetzt läuft es mehr als geil. Ich freue mich, ihn nachher auf der Bühne stehen zu sehen. So, die erste Farbschicht ist drauf. Jetzt wird der Athlet nochmal flachgelegt. Jetzt werden die Beine hier auf den Stuhl hochgelegt, wird gechillt. Wie viele Schritte hast du heute schon? 7000. 7000? Ja. Also normalerweise sollte man eigentlich gar nicht so viel unterwegs sein, weil das Wasser nach unten läuft, quasi die Beine dann zulaufen mit Wasser. Aber wir haben da einen ganz guten Mix gefunden, sodass er entspannt auch sein Lymphsystem aktivieren kann, das Wasser wieder los wird. Er hat ganz viel getrunken, heute ist noch sein Salz drin, also all diese Kleinigkeiten, auf die man in einem Peak-Week achten muss. Und jetzt wird er trockengelegt quasi. Jetzt kommt der ganze Rest. Wie fühlst du dich? Sehr entspannt. Null aufgeregt, gar nicht. Ich fühle mich wirklich confident auch. Ja, ich muss auch sagen, das ist gefühlt der entspannendste Wettkampf, den ich jemals mit begleitet habe. Oder auch selber gemacht. Egal wie. Das sind hier wirklich heute optimale Bedingungen. So, jetzt geht's langsam los. Ich merke auch schon, mein Adrenalin steigt langsam. Ihr kriegt jetzt hier was ganz Leckeres zu trinken. Und ihr schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr glaubt, was ihr jetzt vor dem Aufpumpen für ein geiles Produkt von ESN bekommt. Apropos ESN, wir haben diese Woche noch eine Special Week, 20% auf Proteine und Food. Das heißt Reispudding, Instant Oats, Designer Way, IsoClear, alles 20% reduziert mit dem Code Johannes. Und natürlich auch mit dem Code Kraft. Auf jeden Fall steht es unten alles in der Beschreibung drin. Ich gebe ihm das jetzt. Er macht gerade das Finish, damit er die beste mögliche Farbe für den Wettkampf hat und ein bisschen Glanz. Dann pumpen wir ihn auf und dann let's rock'n'roll. Möge der Pump mit dir sein. Ja. Oh, jetzt hat er gespoilert. Ja, du musst, hast gepiept, oder? Jetzt gibt es noch 2 Gramm Salz dann auch noch mit drin. Welcher Geschmack war's? Oh, Cherry, hä? Ja, könnte auch 40 sein, oder? Nee, es ist Cherry, Bro. Okay. Alter. Diese kleinen, feinen Dinger, das ist unglaublich. Ja, das Licht, ne? Kommt der Form nicht so. Kommt noch nicht so, dann wartet mal ab, bis das Ding auf der Bühne steht. Ist ja noch nicht mal Glanz drauf. Ich bin so hyped langsam, wirklich ohne Scheiß, weil er ist ein Bühnenathlet. So ist er relativ unscheinbar, sieht schon ganz gut aus, aber wenn er auf der Bühne steht und sich groß macht und anspannt, ist so ein Wow-Effekt. Das macht richtig Laune, Leute. Jetzt kriegt er die Nummer. 112. Also wenn ihr die Nummer hört, ist das ein gutes Zeichen.
möglichst am Anfang, wenn er rauskommen soll. I want the money, the power, respect, and I heard you know so-and-so. You're not a threat, cause I really know so-and-so. They like my family, so they go pretend that they cool till they bust at your motherfucking chest. I'm getting gutted, my flow been like butter, my check in the bank. They see the number, all of my haters feel one of two ways. Really upset that they show some respect. I can't even think about it, I've been up, so read about it. No beat around it, straight to it. Jetzt nochmal richtig schön ins Finish. Da glänzt alles. Macht nochmal viel aus. Großer Unterschied, wirklich. Ich hoffe, dass es jetzt von dem Timing her passt. Ansonsten setze ich mich auch nochmal hier rein. Kein Thema. Leute, ich stehe hier genau an diesem Ort, wo ich Benny damals zum ersten Mal gescoutet habe und gesagt habe, Junge, wir müssen dich brutal machen. Du siehst unfassbar aus. Das ist ein riesiges Potenzial. Genau hier haben wir gestanden. Und jetzt habe ich gerade eine richtig beschissene Nachricht bekommen. Denn einer von den brutalsten Athleten hier, der definitiv Kandidat für den Gesamtsieg ist, Alexander Krump, und ich weiß, ich habe es schon gesehen, ich weiß, der macht seine Hausaufgaben zu 100%. Und der ist jetzt in Bennys Klasse, der sollte eigentlich eine Klasse unter ihm sein. Hat aber zur Folge, dass er jetzt quasi schon in seiner Klasse das Gesamtsiegerstechen hat, weil beide sind so gut, dass sie ihre Klassen dominieren würden. Meine Vermutung und meine Prediction ist jetzt einfach, dass er wahrscheinlich einen zweiten macht, weil es fehlt diese brutale Endhärte. Und glaub mir, es ist nicht so, als würde ich nicht an meinen Athleten glauben. Aber da wird es heute wahrscheinlich fehlen, einfach. Wenn er jetzt noch 2% wirklich brutaler wäre und nicht nur schön, also schön brutal oder brutal schön, ne? Sucht's euch aus. Wenn das so wäre, ne, dann wäre... Fuck, man, das würde mich so abfucken, Alter, Junge! Also pass auf, Benni. Das Geile ist, dein Gesamtsiegerstich kriegst du schon jetzt in dieser Klasse. Weil der Typ nämlich jetzt in der Allianz der Stadt in deiner Klasse. Oh, scheiße. Ja, also du kannst jetzt richtig schön kämpfen, das wird ein ultra spannendes Ding, mein Freund. Aber du bist ja ein Kämpfer oder ein Wettkämpfer, absolut. Kein Wettkampf. Absolut. Deswegen, und verstecken müssen wir uns nicht. Ja. Er hat genauso Schiss. Er hat genauso Schiss, aber er ist sehr confident. Er ist sehr confident. Und genauso confident wirst du auch sein. Du musst dich hier nicht verstecken. Ja. Viel Spaß und viel Glück. Jawoll, Benny, Junge! Du bist so brutal! Guck dir das mal an, Alter. Oh, das wird ein knappes Ding. Hier ist doch nichts klar. Hier ist doch nichts klar. Alter, Benny, Hammer, Benny, Hammer! Sie sind nämlich vorne im Beinbereich. Ey, der kann das Ding holen. Der schlägt ihn, heute. Von hinten wird's interessant. Fuck yeah! Der ist auf jeden Fall nicht, der ist nicht schlagbar. Also vorne im Oberschenkel ist der links außen, ist der Alex. Auch nicht so richtig conditioned. Ähnlich wie Benny, aber Bennys Beine sehen viel dicker aus. Quarter turn! Arsch, gleich da vorne. Fuck yeah, Alter, fuck yeah. Hab ich da Bock drauf, Junge, Alter. Brutal, Junge. Jetzt von hinten, ich hab gesagt, shows a one from the back. Aber vom Conditioning sind sie ähnlich. Jawohl, Benny. Geil, oh geil. Er kann ihn schlagen, Leute. Hier ist noch nichts entschieden. Oh ja, das ist deine, Alter, das ist deine. Lass dich nicht zudecken. Du kannst nach Hause fahren. Oh, ich hab so einen Schiss gehabt, oh Gott. Aber im direkten Vergleich sieht man dann, was Sache ist, ne? Yeah, Benny! Gerade bleiben! Alter, der sieht so geil aus, der Junge. Meine Fresse! Boom! Beuger! Ja! Keine Chance! Du hast keine Chance! Mann, ich hab mir schon in die Hosen geschissen, Alter. Wow! Brutal! So macht man sich Freunde hier. Ja. Alle lachen hier. Es ist so schön, Alter, ohne Witz, Mann. 58, 112, 200 in der. So, ne? Bodybuilding. Druck auf die Beine von Anfang an. Beide Beine spannen. Er muss die Beine gespannt lassen. Das linke Bein haut ihm immer ab. Schön! Ja, ist sein Ding. Arsch, Adduktor, Beuger. Jawohl. Ja, auf jeden Fall, Alex hat auf jeden Fall einen größeren Arsch, aber er ist auch nicht besser in Form. Digga, das ist doch klar, das Ding, oder was? Jetzt mal ehrlich, Kiro, komm. Ist eine reine Geschmackssache, meiner Meinung nach. Obenrum schlägt er ihn klar. Untenrum auch, Beine spannen, durchspannen, zeig die Streifen, Mann! Ja! Du musst mehr kämpfen. Richtig kämpfen, Junge! Und jetzt maximal Energy, Benny. Baller alles raus. Druck auf die Beine. Das alles passt. Beine sparen, komm. Beine. Beine halten. Die scheiß Beine, Mann. Wenn du deswegen verlierst, was. Ja, jetzt. Oh.
Beuger, Arsch. Jawohl, prima. Groß bleiben. Arsch, Beuger. Arsch, Beuger. Finde ich ihn besser. Er hat zwar einen größeren Arsch, aber er ist besser. Das ist seine Pose. Die hat er gemacht. Lattpose. Jawohl, Benny, genau so. Bam, gewonnen. Beide von hinten, Alter. Bam, super, 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 super. Boah, ich bin so scheiß aufgeregt, Alter, wirklich. Ich fange an zu heulen, ne? Echt. Fuck, fuck, bitte, bitte. Top 3 finishers. Third place with 38 points goes to mein Herz, Junge, mein Herz. Oh. Jan-Niklas Arendt. Platz 2 oder Platz 1? Right, great athletes these two, aren't they? Das darf Platz werden. Er hat nicht die Runden vollen Muskeln. Sorry, er darf das Ding nicht. Weiß ich nicht. Two points difference. I would not want to be the judge. Oh, fick doch die Hände. This case, especially not. But Geschmacksfrage. The second place with 20 points auch, goes to Alexander Krumm. Jawohl. Yeah! Oh, Gott! Oh, mein Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. And with 18 points. Oh, fuck, Junge, ich seh Sternchen nicht. Oh, ich seh Sternchen. Oh, ich seh Sternchen. Running number 112, Benjamin Kerr. Junge, 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 Junge. Also was hier für eine Konkurrenz auf einer GmbF-Meisterschaft steht. Oh, ich hab die ganze Zeit Sternchen in den Spülbündchen. Alter Falter, Junge. Gott sei Dank. Ich bin heilfroh, Alter. Das war eine knappe Kiste. Also wirklich Glückwunsch. Du bist das Ergebnis spricht für sich. Also eigentlich nicht, aber für uns in dem Fall. Aber du weißt genau, was ich meine. Also nach der Classic. Gott sei Dank warst du nicht so hart auch, ne? Ja, es ist tatsächlich Musik mehr in der Classic. Also du hast schon einen Overall Call, deswegen. Danke, dass du das warst. Es war eine knappe Kiste. Ich habe mir wirklich einen halben Herzinfarkt bekommen. Ohne Scheiß, Alter. Er ist ein Top-Junge. Er ist halt grundsätzlich sauer. Hau rein, Mann. Danke. Küss dein Herz, Junge. Deshalb brauchen wir ein Handtuch rein. Ich habe ein Handtuch rüber. Alter, mir ist alles in die Augen gelaufen. Guck mal hier. Zum Ende. Deswegen musst du trocknen. Wow. Geh mal hin. Aua. Dopingkontrolle. Steht jetzt schon an, kann ich jetzt schon vorher machen. Ich habe gesagt, ich mache die nicht. Und habe mir Spaß gemacht damit. Benny verweigert die Dopingkontrolle. Oh no. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich erleichtert. Ich fühle mich brutal, Alter. Ich fühle mich krass. Jetzt kommt das Overall und ich habe schon gegen die eigentliche Nummer 1 angetreten. Jetzt fühle ich mir den Gesamtsieger, die Pro-Card. Habe ich die dann schon jetzt? Nee, oder die kriege ich erst? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Einfach jetzt Gas geben. Bollern. Du musst die Beine besser sparen, ne? Ja. Du musst die Beine besser sparen. Ja. Ich mach ruhig bleiben. Ich mach jetzt Dopingkontrolle. Jetzt? Nee, du hast die gesamte Stechung. Nee. Ach, erst Dopingkontrolle? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte wirklich Angst, dass er hier beim GmbF eine Klatsche bekommt, weil er eben noch nicht so 100% in Form ist. Und das sah gut aus, aber es war halt nicht brutal. Ihr wisst, was ich meine. Also der Streifen im Arsch könnte noch viel tiefer sein. Und sein Arsch ist noch ganz schön klein auch. Ne? Muss er mal ein paar Tage mehr tiefe Kniebeuge machen und ein bisschen Romanians und Hyperextensions und so. Wenn ihr mehr zum Thema Training wissen wollt, folgt mir einfach auf Instagram. Ich zeige regelmäßig in meinen Stories immer wieder das Training und so. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach an. Durchatmen? Ach, geil. Geisteskrank. Ich muss jetzt warten. Ich muss nämlich für die Dopingkontrolle halt meine Pisse abgeben. Jetzt lass ich erstmal ein bisschen was ansammeln. Ich habe jetzt einen Begleiter, der mich immer auf Schritt und Tritt begleitet, bis ich gepisst habe. Sonst lässt er mich nicht in Ruhe. Ganz geil. In knapp einer Stunde geht's zum Overall Gesamtsiegerstechen und dann Gesamtsieger werden. Das wär's. Dann bin ich drin. Keine Ahnung. Dann bist du glücklich. Dann bin ich noch glücklicher. Oh Mann, ey. Es ist wieder wie ein Traum. Es ist so entspannt. Ich dachte mir, wegen der Entspannung, ich kann jetzt nicht noch gewinnen. Aber es ist ein so schöner Tag. Ich bin dankbar. Danke. So, wir haben hier den lieben Daniel Gleidner, Daniel Dill, wie auch immer. Du kommst auch nicht klar, oder?
Wir haben ja gleich Gesamtsiegerstechen. Wo waren seine Stärken, was sind seine Schwächen, was können wir jetzt vielleicht noch machen, um alles rauszuholen? Ich würde mal überlegen, ob ich vielleicht an der Farbe, weil wir haben ja heute ein exzellentes Licht, zumindest mehr Glanz, dass er mehr an Struktur auf der Bühne hat, weil in gewissen Posen, wo er sehr massig noch ist, fehlt zwei oder drei Strukturen so. Okay, interessant. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn so ein guter Athlet sich dort vorne zeigt, warum präsentiert er sich nicht? Also warum macht er keine Kür? Ja. Das habe ich mich auch. Er hat eine Stunde vorher die ganze Zeit die Kür geübt. Eine Stunde vorher? Pass auf. Und dann hat er sich kurzfristig dazu entschieden, die nicht zu machen. Total bescheuert, weil er kann auch Freestyle richtig gut posen. Ja, hätte er mal machen sollen. Ja, hätte er machen sollen. Lieber. Ja, finde ich auch dumm. Auch wenn sie nicht eingeht, es bietet einen guten Gesamteindruck. Ja, genau. Und deswegen hatte ich auch Schiss, weil Alex hat natürlich gut gepostet. Aber jetzt heißt es erstmal Daumen drücken für den Gesamtsieg. Ne? Guck mal, zu den eigentlichen Punkten. Ne? Die waren ja super dicht beieinander und am Ende war es 2 Punkte nur Unterschied. Ja, krass. Also das war eine ganz 8-10. Und ich sag mal, wenn er noch mehr mit einer Farbe noch gepunktet hätte, wäre der Abstand, glaube ich, größer gewesen. Okay. Und die Judges, auch wenn diese ganze Diskussion im Hintergrund anders halt ist, haben das 3-2 gesehen. Und ich finde, das muss man genauso sehen und er verdient das dann auch. Weißt du, wo ich dann sage, Alex ist halt ein erfahrener Athlet, der ist jetzt emotional ein bisschen angeschlagen. Verstehe ich alles, Alex. Ja. Aber am Ende muss ich halt genau auf das Ergebnis schauen. Ja. 3-2 Entscheidung, ist so. Das ist der Daniel Kubik heute mal als Coach unterwegs. Könnt ihr auch mal bei YouTube abchecken übrigens. Du hast einige Athleten heute hier am Start gehabt. Ja. Viel wichtiger, vor 2 Jahren ist schon wieder her, habe ich Benny hier entdeckt. Und ihr habt seit gegeneinander angetreten. Du warst auf jeden Fall ein bisschen härter und auch ein bisschen muskulöser. Trotzdem habt ihr im Gesamtsiegerstechen nebeneinander gestanden und er musste sich die geschlagen geben. Hast du ihn heute gesehen? Wenn ja, wie ist deine Einschätzung? Was kann er denn noch verbessern? Wo siehst du ihn in der Zukunft? Also erstmal die Verbesserung von Benny von vor 2 Jahren auf dieses Jahr. Fandest immens. Du? Okay, krass. Schön, also das zu hören. Zumindest von der Muskelmasse her. Ja. Ne? Conditioning, glaube ich, war tatsächlich relativ ähnlich, wenn ich so in Erinnerung habe. Aber ich glaube, dadurch, dass er halt dieses Mal noch mehr Muskulatur mitgebracht hat, sah er einfach halt von der Härte auch nochmal ein gutes Stück besser aus, obwohl er vielleicht dieselbe Härte oder weniger Härte hat. Ich finde es super schwierig, jetzt zu sagen, so wer von den beiden ist jetzt besser. Also das kannst du so und so geben, ohne Witz. War nicht umsonst so knapp. Ja, genau, war nicht umsonst so knapp. Aber Benny ist halt schon wirklich so von der Frame, also so diese Schlüsselbeinbreite, wenn der in der Front, das ist schon sehr, sehr extrem. Die Muskelbäume. Der Latt und so, das ist schon schön. Wenn man Bodybuilding liebt, dann guckt man sich das einfach gerne an. So. Ja. Schwer wird es halt, wenn er neben jemandem steht, der wirklich richtig hart ist. Weil Alex war jetzt auch nicht komplett richtig hart. Ja, habe ich gesagt zu ihm. Ich sage, Bro, Gott sei Dank. Ja. Weil sonst. Ja. Aber auch genauso umgekehrt. Ne? Er hätte es noch klarer machen können, wenn er noch härter gewesen wäre. So, aber lag nicht an mir, übrigens, by the way. Ja, das. Du weißt ja, wie es als Coach ist. Ich weiß, wie es ist als Coach manchmal. Manchmal steckt man nicht drin. Aber allgemein muss ich sagen, Benny sah wirklich phänomenal aus. Ja, Mann. Also du bist so voll, du bist so ein Viech da oben. Du siehst aus, als wärst du 20 Kilo schwerer. Wirklich, das ist irre. 79 Kilo, sagen wir 80 Kilo. Absoluter Wahnsinn, Digga. Willst du jetzt ein Küsschen? Ja. Ich will es diesmal nicht verpassen, wie du reinkommst. Du kommst da raus, bist krank wieder gezeigt. Aber du hast das alles richtig gut gemacht. Also wäre schon schön, den Gesamtsieg mit nach Hause zu holen, oder? Das wäre das Beste. Jetzt will ich den Gesamtsieg nach Hause holen. Auf jeden Fall. Ja, Mann. Ich hol das. Rock'n'Roll, Baby, viel Spaß. Gesamtsiegerstechen. Daniel Kubik wird hier mich assistieren, das Ganze einschätzen. Benny steht ganz rechts außen. Die Sieger aller Klasse stehen jetzt hier nebeneinander und müssen sich behaupten, es sind ganz schön viele auf der Bühne. Es sind viele und ich würde sagen, auch in dem Line-Up jetzt sehen 3 Leute besonders gut aus. Das ist der Henner einmal, kleine 47. Ja, der zweite von links. Hose, der mit der blauen Hose, dritter von rechts. Genau. Und Benny. Ja. Die stechen mir jetzt direkt mal ins Auge, so ein bisschen. Wenn ich hier im richtigen Scheißlicht. Aber gut, kommt gut. Vollgas! Also spannend ist auch, dass er die Form nicht schlechter geworden ist, sondern die gut konserviert. Also der hat halt so eine geile runde Muskulatur. Dann noch der Frame dazu und es ist so fantastisch, Alter. Das sieht für mich aus wie ein Profi. Ein schlanker Profi. Ich hoffe, das wird ihm nicht zum Verhängnis, dass er hier rechts außen steht. Aber guck mal, der in der blauen Hose, der hat auch diese Muskulatur. Ja. Aber von der Seite ist der arschig. Aber von der Seite ist der Türkis, der Arsch nicht scharf. Von der Seite gefällt mir hier keiner mehr. Also vorbei. Also vorbei. Geil, geil, geil! Aber Benny kommt so geil, er sticht schön raus, ne? Ich hoffe, machen die noch einzelne Vergleiche oder bleibt das jetzt so? Ja, ja. Hoffentlich.
Oh, aber guck mal, der in der türkisen Hose hat einen brutalen Schenkel von hinten, ne? Digga, aber der hat so ein Latt. Ein Latt, ne? Der ist auch geil. Der ist auch classic gestartet, da war der auch schon sehr, sehr beeindruckend. Wow, echt wow. Ja, Mann! Ja! Aber Benny hat schon noch bessere Beine irgendwie von vorne. Ja, von vorne. Auch ein bisschen besseres Conditioning. Ja. Jawohl, Benny! Was ein schönes Gesamtfeger-Session, das ist ja nicht so ganz klar. Also ich hätte eigentlich gedacht, es wird... souveräner wird, ja, aber es ist hier noch nichts entschieden, Leute. Die Beine, Benny, die Beine spannen! Der kriegt nur! Die Beine! Meine Arme! Er muss ja auf die Beine! Du musst die Beine anspannen! Die Beine, Benny! Die Beine! Oh. Das ist deiner! Das ist ein Problem. Benny, du musst die Beine spannen! Die Beine, jawohl, jawohl, jawohl! Jawohl! Beine! Komm! Beine! Ist das ein Viech oder ist das ein Klopper, Alter? Ja. Jetzt Arsch, Beinbizeps! Jawohl! Jetzt hat er. Beinbizeps von der Seite hat keiner mehr. Ja, stimmt. Your favorite tricep. Ja! Aber Beinbizeps sehe ich den anderen tatsächlich beispielsweise vorne. Oh, ist das geil! Also von Beinen her ist der große in der Mitte deutlich besser. Ja. Oberkörper genau umgekehrt. Ja. Jetzt Achtung, oh, jetzt ist interessant. Aber der Benny hat halt diesen Freak-Faktor. Beuger! Beuger! Also Benny ist besser in Form als damals. Okay, super. Danke fürs Feedback. Ja, 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 jetzt hat er. Also, das ist wirklich sehr, sehr knapp. Ein knappes Ding, Alter. Du musst arbeiten, Benny! Du musst arbeiten! Ja! Alter. Ja, okay. Ich will nur die Beine. Ja, ja, ja. Komm. Also ich würde Benny deswegen gewinnen lassen, tatsächlich. Ne? Ich finde, overall hat Benny das... 13-2, oh mein Gott, Alter. Eben war auch 13-2. Kommen einmal drei Hände nach vorne, die in die engere Auswahl auf den Einstimmungsfinder am Ende vorne war. Einmal nach was vorne sagst du? 29. Von meinem Gefühl. Ich kann gar nicht so das Gefühl sagen. Ich habe vorhin gedacht, wir verlieren. Also ich rechne damit, dass wir nicht gewinnen. Also ich glaube, weil er die bessere Präsentation hat, ich hätte die 95. Krass. Das heißt doch nichts. Nee, er ist oben zu schlagen, er ist oben zu schlagen. Oben und schlagbar, unten ganz klar schlagbar. Wenn du dir das anguckst, jetzt guck einfach mal rein. Aber oben sieht er so gut aus. Ich weiß es nicht, Johannes. Ich hab keine Ahnung. Fuck, oh fuck, Alter, komm. 112! Ja! Wahnsinn, da Alter, ist es. Wahnsinn. Geil. Aber. Alter, leck mich am Arsch. Also, Junge, Junge, Junge. Also, das war die entspannteste und gleichzeitig auch anstrengendste Meisterschaft, Junge. Wirklich. Deine Geschichte ist eine besondere. Du bist erst in einer anderen Klasse gestartet und bist dann finally zum Bodybuilding gekommen. Vielleicht magst du etwas darüber kurz erzählen? Ich habe das Ganze gestartet oder bin das Ganze angegangen. Mit der Erwartung einfach, okay, ja, ich probiere es mal aus und es lief ganz schrecklich. Ich war nicht gut für die Klasse, also nicht passend. Und ich wurde aber passend gemacht und das von Johannes Lukas. Und da geht nochmal ein ganz großes Dankeschön raus, dass er mir was gesehen hat. Ja, gern. Ja, darf ich Dankeschön. Vielen Dank, Johannes. Vielen Dank. Ich habe die Klasse gestartet und ja, jetzt stehe ich hier und hab ja mein Ding gefunden. Ach du Scheiße, Junge, du hast es richtig spannend gemacht, Leute. Es war ein knappes Ding. Wir hätten es nicht so knapp machen müssen. Du hättest mir ein paar mehr Lebensjahre ersparen können. Ja. Zusätzlich. Du weißt, was ich meine. Ja, es war so aufregend, Leute. Ich habe lange nicht mehr so viel Spaß gehabt. Du hast wirklich abgeliefert. Die Form hätte noch besser sein können. Dann hättest du den Sack einfach direkt zugemacht. Dann ist gar eine Diskussion gegeben. Ja. Aber es waren Schwächen bei dem Conditioning. Die haben dazu geführt. Ja, danke für die Medaille nochmal. Vielen, vielen Dank. Die hänge ich mir jetzt hier um. Die Frage ist, wie geht's weiter, mein Lieber? Wie geht's weiter? Du hast mir in der Vorbereitung gesagt, Johannes, wir ziehen das durch. Ja. Ich fliege in den Urlaub. Er fliegt zum ersten Mal in seinem Leben in den Urlaub. Ja, richtig. War eine richtig gute Idee zwischen den Wettkämpfen. Ich habe gesagt, na Benni, da sehe ich dich noch nicht so. Weil innerhalb dieser Phase, im Urlaub mit der Freundin zum ersten Mal, dann sich scannen zu können, ja, mit den Kalorien, das sehe ich noch nicht. Ja. Du hast jetzt die Wahl. Wir haben eigentlich zwei Wettkämpfe geplant, noch danach beim NPC. Ja. Dafür musst du aber noch härter werden, weil beim NPC bist du einfach noch zu wenig muskulös. Ja. Naja, mal gucken.
Ja, oh, sorry, bitte, entschuldige. Ja, das muss sein. Nee. Was sagst du? Was hast du dir vorgenommen? Wir müssen jetzt schnell einfach machen, weißt du, wie geht's denn weiter, Benni, Alter? Was ist jetzt? Bist du motiviert? Hast du mehr Bock? Oder sagst du jetzt, reicht erstmal? Natürlich bin ich motiviert. Ich hab Bock. Ich sehe, dass es fruchtet, dass es klappt. Genauso möchte ich aber auch mir nicht die Qualität nehmen, in meinen ersten den ersten Flug, die erste Reise ins Ausland, den Urlaub mir nehmen zu müssen. Und ich werde wahrscheinlich erst in den ersten Tagen wirklich aufnehmen können und wirklich ehrlich mir gestehen können, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht, und dann auch natürlich dir Bescheid geben und ehrlich meine Meinung geben. Diesmal warst du wirklich auch in der Vorbereitung ehrlich zu mir. Du hast mir gesagt, dass du einmal gecheatet hast, 9500 Kalorien. 6500. Ja, das waren mindestens 9000. Ach, das 7500, das war 7500. Ja, also es waren einiges mehr. Es waren Fauxpas dabei, du hast Crank Pump Pro getrunken, einfach 6-7 Portionen über den Tag verteilt, weil es so lecker geschmeckt hat. Es ist einiges schiefgelaufen, auf der hat übrigens auch Kalorien. Ja. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Du hast Riesentalent, es würde mich freuen, dich wirklich auf dem Weg an die Spitze zu begleiten. Absolut, Mann. Auf den Weg an die Spitze. Ja. Gemeinsam. Nicht an die Spritze. Ohne Spritze an die Spitze. Ohne Spritze an die Spitze, Alter, das ist doch der Titel. Jawohl. Ja, wenn die Kraft macht's möglich. Yes.